Da waren wir wohl zu naiv. Und haben nun... ein Pakt mit dem Teufel geschlossen. Das bin ich. Lass das alles klar. Atem geht ruhig. Naja, wir, nachträglich können wir ja leider das nicht mehr ändern. Ich meine, wir stecken da jetzt schon zu tief drin. Hast du schon alles erledigt? Ja, hier ist er. Der Vertrag. Sogar unterzeichnet. Gute Arbeit, sehr gute Arbeit. Im Hause Niceberg wird man mehr als zufrieden mit den Früchten deiner Anstrengungen sein. Jetzt regnet es förmlich Dukaten für unser Haus. Ja. Hast du uns noch was zu sagen, Neues? Ja, er sagt, komm später wieder, also nichts Neues. Wenn ihr kurz für mich Zeit hättet. Oh. Kommt drauf an, worum geht es denn? Uns ist zugetragen worden, dass ihr euch dem Hause Niceberg in den Dienst gestellt habt. Dazu sage ich nichts. Das braucht ihr auch gar nicht. Hört mir einfach nur zu. Das Haus Störebrand macht euch hiermit ein Angebot. Arbeitet ihr ab sofort für uns, erhaltet ihr einen Bonus von 20 Dukaten auf die Belohnung unseres nächsten Auftrages. Was haltet ihr davon? Ja, welches Recht bedenke, wollte ich sowieso nie wirklich für das Haus Niceberg arbeiten. Die 20 Zutaten versüßen mir das Ganze noch, ich nehme an. Also jetzt haben wir die Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Was, glaube ich, nach dem Dilemma jetzt gerade keine schlechte Idee wäre. Wir könnten aber noch falschen. 20 Dukaten, haha. Für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Glaubt ihr ernsthaft, ich will meinen Auftraggeber für so eine lächerliche Summe verraten? Also gut, niemand soll behaupten können, das Haus Störmann ließe sich nur 100 Dukaten. Abgemacht. Für 100 Dukaten bin ich dabei. Ab sofort arbeite ich für euer Haus. Sehr gut. Geht zu unserem Lagerhaus. Dort wartet Laran Dreikmoder sicher schon auf euch. Von ihm werdet ihr künftig eure Aufträge erhalten. Mhm. Ja, der Seitenwechsel. Ich denke, ich habe mich diesem Handelshaus genug umgesehen. Jetzt interessiert mich natürlich auch die Konkurrenz. Ihr solltet zusehen, dass ich die Seiten wechsle. Geht zum Lagerhaus Störebrands. Ich soll mich beim Lagerhaus der Störebrands melden. Mal sehen, was die von mir wollen. Dass sie mich nach dieser Aktion gerade eben überhaupt noch überreden wollen. Vielleicht ist es auch eine Falle. Aber ja, unter Dukaten, da ist die Zwergnase mal wieder etwas gierig. Nebenbei, wie sieht es mit Erfahrungspunkten für Gladys aus? Dass wir den Kälteschock mal ein bisschen hochpumpen können. Vendala hat echt einen seltsamen Laufstil. Hi. Ihr seid das also, von dem hinter vorgehaltener Hand geredet wird. Ich habe mir euch größer vorgestellt. Nun ja, ihr arbeitet also jetzt für uns, richtig? Ich bin ein Zwerg, was erwartest du von meiner Größe? Richtig, was soll ich nun für das Haus Störebrand tun? Herr Störebrand beauftragt euch, seinen jüngsten Sohn, Regulan Störebrand, am Hafen zu empfangen. Der Alte braucht etwas frischen Wind im ewigen Streit mit dem Hause Niceberg. Ihr sollt dafür sorgen, dass er heil hier ankommt. Meint ihr wirklich, dass ausgerechnet der jüngste Sohn der geeignetste ist, die Angelegenheit im Pferdruck zu bereinigen? Aber so sicher wie Preis in der Sonne wohnt. Regulan ist aufbrausend, forscht und nachgiebig, ganz wie seine Mutter. Er hat bisher die Handelsniederlassung der Störebrands in Gareth geleitet und das will schon etwas heißen. Na gut, da mögt ihr wohl recht haben. So gut kenne ich die Familienangelegenheiten der Störebrands nicht. Wann kommt er denn hier im Pferdock an? Na jetzt, in diesem Augenblick müsste sein Schiff bereits im Hafen angelegt haben. Sein Vater erwartet ihn schon, also sputet euch und lasst den jungen Herrn Störebrand nicht zu lange warten. Natürlich nicht, ich bin schon so gut wie dort. Augenblick noch. Hier, bevor ich es vergesse, eure 100 Dukaten. Geschäft ist Geschäft.
Und ja, Bereiche wurden geschlossen. Der neue General. Mir kommt es vor, als köchelt das Wasser im Hafen schon. Ein neuer Spieler bestritt das Spielfeld. Jetzt wird es interessant. Hole Regulan am Hafen ab. Ich soll Regulan von den Docks abholen und ihn sicher zurück zum Lagerhaus bringen. Mhm. Also ja, ich kann jetzt gerade dieses Gebiet nicht verlassen, solange ich Regulan nicht abgeholt habe. Oh, das, man sieht unser ehemaliger Vertrauensmann hier ist auch weg. Macht sicherheitshalber hier ein Quick Save. Ja, hier ist Regulan Störebrand, da wo Ardo ermordet wurde. Ich bin Regulan, Sohn des Emeran Störebrand. Seid ihr hier, um mich abzuholen? Das bin ich. Ich wurde angewiesen, euch zum Lagerhaus der Störebrands zu geleiten. In Anbetracht der jetzigen Lage hielt man das für sicherer. Ja, das Haus Nilesbeck und seine Machenschaften. Sie sind der Grund, weshalb ich überhaupt hier bin. Die Probleme scheinen größer, als es zunächst den Anschein hatte. Jetzt geht es deren brutalen Methoden, tapfer die Stirn zu bieten. Eure Taten tragen in allen Ehren, aber wir sollten uns jetzt wirklich in Richtung Lagerhaus aufmachen. Aber nicht doch. Rührselige Familienempfänge verschieben wir besser auf später. Machen wir uns doch lieber erst schon mal da, mehr über das Haus Nilesbeck in Erfahrung zu bringen. Auf der Überfahrt konnte ich schon ein paar namenmögliche Informanten aufschnappen. Den sollen wir als allererstes unsere Aufwartung machen. Mit Verlaub, aber das ist nicht mein Auftrag. Ihr seid doch hier, um mich zu eskortieren. Oder etwa nicht. Wohin ich da meine Schritte lenke, das werde ich wohl noch selbst bestimmen. Solange sich meine Gegenwart noch nicht herumgesprochen hat, sollten wir handeln. Diesen Vorteil werde ich bestimmt nicht der Sehnsucht meines Vaters zum Opfer machen. Wenn ihr dieses für klug haltet, bitte, ich folge euch. Also los, ich hoffe, ihr könnt mit mir Schritt halten. Ich werde mir Mühe geben. Ja. Jung und dickköpfig, aber was soll ich machen? Also hinterher. Das widerspricht zwar meiner Order, aber was soll ich machen? Besser, ich begleite ihn bei seiner Informationssuche, als dass ich ihn hier allein so rumziehen lasse. Mhm. Seid ihr der Händler, den ich suche? Das kommt ganz darauf an, ob ihr Kalandor Kupines sucht. Dann bin ich hier richtig. Ich bin Regulan Störebrand. Sohn Emeran Störebrands vom gleichnamigen Handelshauses. Ja, ich kenne euch. Aus Gareth. Ihr habt doch so großzügig beim Wiederaufbau von Gareth aufgeholfen. Nach der Zerstörung durch die Schlacht in den Wolken hätte ja kaum jemand gewagt, einen Neuanfang zu glauben. Das ist richtig. Nachdem mein Großvater sich zur Ruhe gesetzt hatte und mein Vater Emeran sich aufgemacht hat, den Abfluss unseres Hauses in ganz Aventurien auszubauen, habe ich das Geschäft in Gareth übernommen. Nach den großen Tragödien, die Stadt getroffen hatten, sah ich es als meine Pflicht, denen zu helfen, die Hilfe benötigen. Ich verstehe, aber was führt den großen Störeband in das kleine Ferdok? Ha, das kleine Ferdok. Ich bin mir sehr sicher, ihr wisst schon genau Bescheid, weswegen ich hier bin. Ihr wärt nicht Kalandor Kupines, wenn ihr das nicht tätet. Da habt ihr wohl recht. Lass mich raten. Die ungewohnten Schwierigkeiten, die euer Haus mit dem alteingesessenen Ferdoker Handelshaus hat? Ungewohnte Schwierigkeiten. Ha, so kann man es auch nennen. Ja, mein Vater hatte erbeten, dass ich nach Ferdok komme und ihm bei seinem Problem zu helfen. Das Haus Nilesbeck treibt es auch für meinen Geschmack etwas zu bunt. Ja, genau das ist auch der Anlass, der mich zu euch führt. Ach, deswegen also. Nun, wie kann ein bescheidener Händler wie ich da behilflich sein? Na, keine falsche Bescheidenheit. Ich weiß, dass ihr mit weitaus mehr Handel treibt als mit exotischen Waren. Nun ja,
Wie hat man mir geschildert, Kanadokopien ist die Quelle des Wissens. Man muss nur genug Mützen hineinwerfen, um ihn zu sprudeln zu bringen. Haha, das habt ihr wirklich nett umschrieben. Ich will gar nicht wissen, woher diese Worte stammen. Aber ja, ihr habt mich entlarvt. Ich handle nicht nur mit exotischen Dingen. Woran genau seid ihr denn interessiert? Für den Anfang, alles, was ihr über das Handelshaus Nicebeck zu erzählen wisst. Die wichtigen Köpfe hinter seiner Fassade, ihre Geschäfte und Verhandlungstaktiken, einfach alles. Oha, na wenn ihr da den guten Kanadon nicht etwas überschätzt. Gut, ich weiß ein paar Dinge über die Machenschaften der Nicebecks und ich will sie euch auch gerne verkaufen, aber ihr solltet euch nicht zu viel davon erhoffen. Gut, hier habt ihr 50 Heller und erzählt mir, was ihr wisst. 5 Silberlinge nur? Nur 50 Heller, ich muss doch sehr bitten. Auch wenn es nicht viel ist, ich weiß, so wenig ist es dann auch nicht wert. Also gut, hier ist ein Dukate, das sollte wohl mehr als genügen. Nur nicht höre. Gut, gut, regt euch nicht gleich auf. Wie ihr sicherlich schon wisst, ist es ein alteingesessenes Handelshaus, das hier in Fertig seinen Ursprung hat. Durch langjährige Beziehungen zu den verschiedensten Personen in der ganzen Stadt sind deren Einfluss und Wissen, was in Fertig vor sich geht, sehr genau. Teilweise wissen sie... Also ihr Wissen und ihr Einfluss und Wissen sind sehr genau. Teilweise wissen sie besser Bescheid als die Stadtgarde, oder so scheint es zumindest. Ihr Handelsnetz innerhalb Ferdox ist weitreichend und sie mischen in fast jedem Geschäft, das hier abgewickelt wird, mit. Man munkelt auch, dass das Haus Nicebeck nicht nur offiziellen Geschäften nachgeht, sondern auch seinen Reichtum durch dunkle Machenschaften mehrt. Schmuggel, Hehlerei, Sklavenhandel, manch einem meint sogar, sie würden vor nichts zurückschrecken, um ihre Vormacht im Ferdox zu verteidigen. Das mussten wir leider miterleben und sogar mit reingezogen werden. Das könnt ihr laut sagen. Seit mein Vater hier in Ferdok seine Zelte aufgeschlagen hat, gibt es immer wieder Überfälle auf Warenlieferungen, Boten, die plötzlich krank wurden, Kunden, die scheinbar kein Interesse mehr an uns, Geschäfte mit unserem Haus hatten und so weiter. Dass dahinter die saubere Gesellschaft aus dem Hause Nicebeck steckt, ist mir und meinem Vater schon lange klar. Das einzige Problem ist eben nur, dass wir es nicht beweisen können. So, Beweise braucht ihr also. Vielleicht kann ich euch da weiterhelfen. Zwar habe ich nie persönlich mit den Nicebecks zu tun gehabt, allerdings kenne ich da einen alten Halunken. Tarosch Hambüdel heißt er. Er hat eine beachtliche Zeit für das Haus Nicebeck gearbeitet und genoss dort einiges an Ansehen. Wieso arbeitet er heute nicht mehr für das Handelshaus? Gab es da irgendwelchen Streit oder Schwierigkeiten? Nun ja, er hatte ein kleines Problem mit dem Suff. Irgendwann war es damit wohl so schlimm, dass er vom Nützling zum Klotz am Bein wurde. Als alter Imanspieler treibt er sich oft im flinken Frettchen herum. Das ist eine Taverne hier im Hafen. Wenn ihr ihn sprechen wollt, sucht ihn dort. Vielleicht habt ihr Glück und er hat sein ganzes Geld auf den Kopf gehauen. Eine der wenigen Gelegenheiten, zu denen er nüchtern ist. Heißen Dank, auch wenn ihr mir nicht viel Neues zu erzählen hattet. Solltet ihr vielleicht mal eure Preise überdenken, aber das ist nur am Rande von Geschäftsmann zu Geschäftsmann. Nun, unser nächster Schritt führt uns zur Taverne Flinkes Frettchen. Dort suchen wir einen gewissen Halbbüttel auf. Evatora Schallenbüttel, ist das nicht ein alter Imanspieler? Nun, ich kenne ihn nicht. Ich habe nur gehört, dass er nur allzu oft zu tief in den Biertrug schauen soll. Wenn wir also noch etwas von ihm erfahren wollen, sollten wir nicht zu lange warten. Noch wird er nicht so viel getrunken haben. Ich hoffe es zumindest. Nach allem, was ich gehört habe, sollten wir uns beeilen. Gut. Kommt ihr nun oder wollt ihr dort Wurzeln schlagen? Bin doch schon da. Es scheint, wir sind zu spät. Dieser Typ ist ja total betrunken. Mit dem kann man nichts mehr anfangen. Vielleicht sollte ich mal versuchen, mit ihm zu reden. Mit solchen Gestalten habe ich schon einige Erfahrungen sammeln können. Jetzt schieben wir mal kurz zu Forgrim. Na, wenn ihr meint, versucht euer Glück. Schauen wir mal. Was wollt ihr von mir? Lasst mich in Ruhe. Verzeiht, ich wollte nicht länger stören. Seid ihr Tarosch Halmbüdel, der berühmte Imanspieler? Ja, der bin ich. Berühmt und ganz in ganz Aventurien. Jedenfalls, früher war ich das mal. Heutzutage musste der alte Tarosch sein Boot mit Botengängen verdienen. Botengänge, wie ist es denn dazu gekommen? Ich dachte, ihr würdet für das gut betuchte Handelshaus Nicebeck arbeiten. Nein, nein, die Nicebecks direkt haben
Was für die Nicepicks direkt habe ich was gemacht, aber über sowas redet man nicht. Gibt bloß Ärger. Ach, hier sieht alles zu schwarz. Wir sind doch ganz ungestört. Niemand hört mit. Allerdings redet sich's mit feuchter Kehle sicher angenehmer. Wird eine Runde für mich und meinen Freund hier. Vielen Dank. Ah, das habe ich gebraucht. Also gut, komm ein Stückchen näher. Habt ihr schon was von der Schwarzaugenbande gehört? Ich denke schon. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Man hört so viele Gerüchte Tag ein, Tag aus. Ich war Mitglied bei denen. Der Kopf der Bande ist Laris Wackernagel. Früher war es mal so eine Art Fuhrmannsheimer Bürgerwehr, aber heute geht da nur noch Schmuggeln und Zeug. Dabei haben wir auch das ein oder andere Ding für die Nicepacks gedreht. Irgendwann wurde mir der Sache aber eine Nummer zu groß. Da hat Laris mich einfach abserviert. Laris.